Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Supremacy 1914. Nach wie vor auf der 500er Map mit Darwin. Es ist, glaube ich, jetzt zwei Tage, also mindestens anderthalb Tage her, seitdem ich das letzte Update aufgenommen habe. Wir sind inzwischen an Tag 13, kurz davor in den Tag 14 zu überspringen, also den Tag, der die letzten Fabriken freischaltet, also Level 4. Es hat sich ein ganz klein bisschen was getan bei uns auf dem australischen Kontinent, jetzt nicht so viel. Darauf gehen wir gleich ein, weil die letzten zwei Tage maßgeblich mit Truppenverschiebungen gefüllt waren. Und dem Aufbau von Infrastruktur habe ich mir das Update mal gespart und mache heute erst die nächste Aufnahme, weil es heute dann doch vielleicht ein, zwei Minuten mehr zu erzählen gibt, als nur das Offensichtliche. Wir starten mal im Diplomatiereiter, weil man da ein bisschen besser erkennen kann, wie jetzt unsere aktuelle Situation ist. Wir sind auf Platz, wo ist es, 5 im Individualranking mit 36 Siegpunkten und 81 Provinzen. Und wir sind einfach umzingelt von 5 Teilnehmern der größten Koalition. 2 verstecken sich ein bisschen weiter unten. Aber auch die haben noch 64 und 43 Provinzen. Aber alleine die schiere Anzahl an Provinzen, die hier oben schon haben und die Siegpunkte, zeigen ja schon deutlich, mit wem wir es hier früher oder später zu tun bekommen werden. Ich bin immer noch froh, dass die in Europa sind und sich dort erstmal breit machen und nicht direkt hier unten bei uns in der Nähe. Das heißt, wir haben erstmal ein bisschen Ruhe und können uns da ganz in Ruhe entfalten. Es gibt auch wirklich nicht einen Konkurrenten momentan für die DSS. Das ist hier so eine afrikanisch-asiatische Koalition. Gottes Willen, was ist denn hier mit meinem Deutsch heute los? Die sich ganz wacker schlagen und dann kommen auch schon die Einzelspieler. Ne? Dann kommt schon hier unser Kollege Kalmar und wir sind direkt dahinter. Und dann kommen erst die nächsten Koalitionen und das zeigt ja schon deutlich, dass hier eigentlich keine wirklich starke Koalition am Start ist. Und auch die Koalition, mit der wir uns jetzt demnächst anlegen werden, der Atlantische Verteidigungsbund, hat insgesamt nur 27 Siegpunkte. Also alles andere als irgendwie super erfolgreich. Ich bin mal gespannt, ob sich am Ende des Tages vielleicht durch die anderen ganzen großen Spieler, die hier sind, Albany, unser Kumpel, ist auch relativ weit oben im Ranking, ob sich da vielleicht so ein Gegengewicht formen wird zu unseren Gegnern. Fangen wir mal auf dem australischen Kontinent an. Was haben wir die letzten 48 Stunden, sag ich jetzt einfach mal, gemacht? Wir haben massig in Infrastruktur investiert. Man sieht hier auch schon direkt, ich baue schon meine ersten Schlachtschiffe und wir gehen jetzt mal kurz was durch. Fabriken können wir uns mittlerweile gefühlt mit Tod werfen. Wir haben relativ viele auch schon auf Stufe 3, die wir dann in wenigen Stunden, in 1 Stunde 30 kann ich hier direkt die Lefira in die Wartepipeline hauen. Wir haben zwar jetzt nicht so viel Stahl und Holz auf der hohen Kante, allerdings kriegen wir genug von beidem, um alle 2 Stunden eine weitere Fabrik zu starten. Also denke ich, dass wir da schon ganz gut aufgestellt sind. Ich produziere aktuell so einen Einheitenmix. Ich wollte unbedingt mit Schlachtschiffen loslegen, weil die brauchen wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwann. Da gehen wir gleich drauf ein. Und ansonsten baue ich halt den ein oder anderen Panzer schon, wenn es denn möglich ist. Relativ viel Artillerie und ansonsten auch immer noch Panzerwagen zwischendrin. Also ich versuche hier wirklich mein ganzes Material durchgehend irgendwie rauszuhauen. Für hochwertige und für Massenware, je nachdem, was wir brauchen. Ansonsten haben wir mittlerweile richtig viele Eisenbahnen schon über den Kontinent verteilt, jetzt zwar nichts irgendwie großartig miteinander verbunden ist. Wir können auch einige Fabriken noch nicht bauen, weil wir natürlich hauptsächlich, wie man hier sieht, die Doppelprovinzen genommen haben, abgesehen von Alice Springs haben wir, glaube ich, sogar erobert, haben wir, glaube ich, gar nicht selbst gebaut. Versuche ich momentan die ganzen Doppelprovinzen mit Eisenbahnen zu versorgen und dann kann man gucken, ob man noch Ressourcen übrig hat für weiteres. Und auch bei den Häfen haben wir inzwischen schon 3 fertig. Hier fehlt die Fabrik noch für die Schiffe und wir haben noch 3 weitere Häfen in Bau und in der einen Region haben wir dann auch schon eine Stufe 2 Fabrik, sodass wir hier direkt schon mit U-Booten anfangen können und ansonsten versuche ich da jetzt nach und nach irgendwie das Material so ein bisschen an den Mann zu bringen. Ist gar nicht so einfach, da eine Prioritätenliste zu machen. Ich muss wirklich sagen, dass mir aber der Premium-Account, den ich mir diesen Monat mal gegönnt habe, wirklich ein bisschen den Hintern rettet, weil ich hier die ganze Zeit in die Warteschlange Sachen reinflanschen kann und die werden dann auch nachts einfach angegangen. Sieht also ganz gut aus. Bauen Schlachtschiffe. Ich habe ein U-Boot schon, das schwimmt hier gemütlich entlang. Ich hatte eigentlich vor, hier anzugreifen, direkt nach Australien, aber hier haben wir natürlich dann auch schon die Koalition. Und dann habe ich gesehen, dass West-Niederländisch-Papua, dass die in keiner Koalition sind. Das heißt, die sind die Ersten, die dann glauben werden.
Okay, der ist sogar mit drin, aber ich glaube nicht, dass der hier ein großartiger Faktor. Wie viele Provinzen hat er überhaupt? Nur sechs, okay. Wir werden auf jeden Fall dieses Konstrukt uns hier als erstes einverleiben und dann werden wir in die Richtung weitergehen. Das ist so ein bisschen der Plan für die ersten Minuten, nachdem wir Australien verlassen haben. Aber bis es soweit ist, steht natürlich noch was anderes auf dem Plan, nämlich Melbourne. Der ist hier unten, der hat sich hier auch inzwischen in der Stufe 3 auf dem Weg zur Stufe 4 Festung eingeigelt, hat hier Truppen mit einer Gesamtstärke, ich glaube, von knapp 3000 Lebenspunkten und schon auch ein bisschen was Stärkeres. Wir haben aktuell noch die Überhand, was Artillerien angeht. Ich glaube, er hat nur zwei, wenn ich die Bewegungsmuster richtig gesehen habe. Also machen wir das, was jeder gute Kriegsherr machen würde. Wir versuchen, ihn aus der Reserve zu locken. Ich werde dieses Ding hier nicht angreifen, sondern ich greife auf der breiten Front an. Und zwar hat er überall nur 6, 3, 5, 7 oder auch gar keine Truppen mehr. Das heißt, ich werde jetzt einfach versuchen, ihn dazu zu zwingen, dass er agieren muss. Ich werde hier nicht reingehen und mich auf irgendwelche Fernkampfgefechte mit seiner Stufe 4 Festung einlassen. Mit 4 Artillerien brauchen wir gefühlt 80.000 Jahre, bis wir uns hier durchgeballert haben, sondern wir greifen einfach hinterrücks an und ziehen natürlich massig Truppen nach. Ich glaube, hier kommen nochmal 4 Artillerien oder so an. Ja, genau. 4 Artillerie sind nochmal auf dem Weg hier runter. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall auch richtig Feuerkraft. Zeitgleich taucht Albany auch hier auf. Der dürfte hier relativ schnell fertig werden und dann gehe ich davon aus, dass er auch hier einsteigen wird, weil er ja auch noch ein paar Regionen haben will, um das hier einzunehmen. Also Melbourne wird wahrscheinlich ein bisschen, wird wahrscheinlich unsere verlustreichste Schlacht, weil er halt hier auch entsprechend viel einen drin hat. Er hat sich ja nicht so groß ausgebreitet, sondern auch viel gespart und viel aufgebaut. Aber das Ende hier ist absehbar und das wird er nicht verhindern können. Dafür sind wir einfach zu mächtig und zu stark inzwischen schon. Wie geht's denn dann weiter für meine Partner? Ich habe heute mal ein bisschen mit Albany geschattet, wir haben auch ein bisschen Rohstoffe ausgetauscht, er hat ein bisschen Holz gebraucht. Wir werden so weiter zusammenarbeiten. Bei Albany bin ich mir relativ sicher, dass das eine fruchtbare, erfolgreiche Partnerschaft wird. Bei Robert Gulf noch nicht so ganz, der glänzt eher so, ich sag mal, phasenweise mit Inaktivität und nicht so viel Tatendrang irgendwie. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Hier sind auf jeden Fall keine Bündnisse irgendwie in Stein gemeißelt. Ich behalte mir durchaus noch vor, das Gebiet auch noch, ich sag mal, zu inhalieren, wenn sich herausstellt, dass der Kollege hier zu inaktiv wird. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze am Ende des Tages noch entwickelt. Ich würde gerne mit den beiden noch ein Stück weitergehen und dann gucken wir mal. Wir haben mit Otago einen Nicht-Angriffspakt. Er will sich, glaube ich, Tasmanien holen, hat er angekündigt. Allerdings wird er wahrscheinlich von Albany eingenommen werden. Albany hat gesagt, er will die Inseln haben. Ich habe ihm gesagt, kann er machen, muss er aber alleine machen. Dadurch, dass ich die Abmachung mit Otago habe, mische ich mich da nicht ein. Das ist Business zwischen den beiden. Können die gerne handhaben, wie sie wollen am Ende des Tages. Da, das ist nicht mein Bier. Und dann gehen wir, wie gesagt, hier hoch und dann werden wir relativ schnell Richtung Westen gehen und versuchen uns Richtung asiatischen Festland zu fressen, wo dann vielleicht auch der erste etwas größere Gegner, obwohl mit 38 Provinzen, hält sich auch das in Grenzen auf uns wartet. Ich bin gespannt, wir dürften relativ schnell dann auf die zweitgrößte Koalition DSS treffen und da müssen wir dann mal schauen, wie wir uns da am Ende des Tages verhalten werden gegenüber den DSS-Ländern. Die sind nämlich hier, hier und dann gehen die bis hier Richtung, ich glaube bis Afrika, glaube ich sogar rüber, irgendwie so in die Richtung und sind hier relativ gut auf der südlichen Front aufgestellt. Haben natürlich jetzt auch nicht unendlich viele Siegpunkte mit 119. Deswegen mal gucken, wie sich das am Ende des Tages verhält. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, möglichst lange den Expansionsdrang irgendwie fortzuführen, ohne in die großen Konflikte reingezogen zu werden. Das dürften wir hier im asiatischen Raum auch ganz gut schaffen. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe keine Intention, nach Südamerika zu gehen, auch wenn das, glaube ich, ein einfaches Spiel wäre hier drüben. Aber die Distanz, die ist einfach irre. Ich weiß gar nicht, wie lange brauchen wir überhaupt mit einem. Wir können mal gucken. Wie lange brauche ich mit einem Kreuzer, der wirklich schnell ist, um hier rüber zu kommen? Guckt ihr das an, ich brauche 4 Tage. 4 Tage alleine mit dem Kreuzer hier rüber. Da könnt ihr euch vorstellen, dass es eine Woche dauert, um meine Einheit hier rüber zu schiffen, wenn ich entsprechend Truppentransporter hier rüber schicke. Und das geht aktuell einfach noch nicht. Das heißt, erstmal hier, dann Richtung asiatischen Raum. Und dann schaffen wir es vielleicht sogar hier oben irgendwie Fuß zu fassen und uns weiter auszubauen. Ich hoffe es jedenfalls. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin mit dabei seid. Bis dahin.